Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Gahmer, ich möchte gerne zwischen uns beiden Nichtjuristen gerne den juristischen Disput weiterführen und bei Ihrem Beispiel mit Schiedsrichtern und Mitspielern und dem Fußballspiel bleiben. Ich hoffe es, ich hoffe es. Also wenn eine Mannschaft in einem Fußballspiel, sagen wir jetzt mal mit 22 Spielern aufläuft, ist das erstmal ein Fehler des Mitspielers. Wenn aber der Schiedsrichter diese Mannschaft dann zulässt, in Kenntnis dessen, dass die mit 22 Spielern auflaufen und das Spiel anpfeift, bin ich sicher, wird vor dem Sportgericht das Ergebnis dieses Fußballspiels für ungültig erklärt. Wenn Sie den Senat, so weit würde ich als Opposition nicht gehen, wenn Sie den Senat mit der FIFA vergleichen, werden Sie den seltenen Moment erleben, dass ich mich schützend vor diesen Senat stelle. Und also zurück zum eigentlichen Thema. Das Problem ist doch, nach Auffassung des Landgerichts ist Berlin Energie rechtswidrig zugelassen. Es hätte erst gar nicht zugelassen werden dürfen zum Verfahren. Das sagt das Landgericht. Das ist ein Fehler der verfahrensleitenden Stelle, wenn sich diese Rechtsposition durchsetzt. Dieser Fehler ist im laufenden Verfahren nicht zu korrigieren, weil es ist schon passiert. Und zwar ganz zum Anfang des Verfahrens. Das war sozusagen der erste Verfahrensschritt. Mit anderen Worten, das ist meine Schlussfolgerung, gerade mit Ihrer Argumentation, dass man die Fehler der verfahrensleitenden Stelle nicht den Mitspielern zurechnen kann, ist es zwingend, dass zurückgesetzt wird. Weil dieses Verfahren ist in jeder Hinsicht angreifbar. Unter der Voraussetzung, dass sich die Auffassung, die Rechtsauffassung des Landgerichts weiter durchsetzt. Aber wie gesagt, da sind wir alle in der Unsicherheit. Wir wissen nicht, wie das in den nächsten Verfahren ausgeht. Und deshalb sind wir dafür, dass wir uns als Land Berlin auf die sichere Seite begeben. Und dann zahle ich gerne die Schadensersatzforderungen von Vattenfall und gegebenenfalls auch von Bürger Energie, weil wir reden hier über die nächsten 15 Jahre Infrastruktur im Lande Berlin. Und dafür bin ich gerne bereit, auch noch ein bisschen Geld hinzulegen.